verdiente Niederlage, also ganz klar. Also wir waren einfach nicht mehr da die letzten 20 Minuten, weil viele Urlauber wieder gekommen sind. Und leider ist es so und es verdient. Glückwunsch an HSV und an Florian sowieso. Grundsätzlich sind wir mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden, weil wir sehr dominant aufgetreten sind, viele Chancen erarbeitet haben. Aber das muss man auch sagen, HTB war nach der Halbzeit deutlich stärker. Vor allem defensiv sehr kompakt gestanden, hat es uns unglaublich schwer gemacht heute. So, dass wir das mitnehmen, mit der zweiten Halbzeit nicht ganz so zufrieden sind, aber insgesamt zumindest mit dem Sieg gestartet sind und darauf aufbauen können. Also ich habe sehr viel Positives auch gesehen, dass wir, wenn wir wollen und können körperlich, dass wir gegenhalten können. Nur leider hat uns durch diese ganze Urlaubszeit, wir haben ja nicht so wie eine große Verein, dass sie da pünktlich zum 1.8. auftreten müssen zum Training. Also bei uns, die ersten 4 Wochen waren wir 18 und danach waren wir nur noch 11. Ja, also eigentlich finde ich allgemein, wie die Mannschaft sich gegeben hat, sehr gut. Also ich meine, die Zuschauer waren auch zufrieden und ich fand, es war ein gutes Spiel. Also andere Mannschaft werden es Probleme haben mit HSV und sowieso auch gegen uns. Also so leicht wird das nicht sein. Ich sage, erste Halbzeit war gut. Erste Halbzeit sind wir, wie gesagt, auch zufrieden, auch mit den Stürmern. Und zweite Halbzeit, wie gesagt, hast du richtig gesagt, gerade im letzten Drittel ein Haken zu viel, ein Ballkontakt zu viel, anstatt mit wenigen Kontakten oder den Doppelpass zu suchen, den tiefen Laufweg zu suchen, gebe ich dir recht. Ja? Also es hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Da müssen wir zusehen, dass wenn wir zu anderen Mannschaften im Leistungsvergleich fahren, wie Wolfsburg, St. Pauli, Werder Bremen, Osnabrück, dass wir bis dahin noch ein bisschen daran arbeiten.